Steffen Wolf, der Gründer des Orchesters Franz L. Und ich spiele hier die Klarinette und das Saxophon. Sie will es immer geben, solange der Globus sich noch dreht. Ich bin Markus Löbling, bin Cellist und Mitbegründer des Orchesters. Dieses Jahr ist es soweit, 15 Jahre gibt es Franz L., das Jubiläumsjahr. Mein Großvater und der Großvater meines Partners Markus Löbling, die hatten eben schon in den 20er Jahren solche Unterhaltungsorchester. Und somit entstand aus diesen beiden Orchestern ein Orchester mit dem Namen Franz L. Manch einer denkt auch, dass hier unser Franz L., das wäre eine Größenangabe. Und es gibt auch einen Franz S. oder einen Franz X. Die musikalische Zeitreise beginnt in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und führt uns so bis in die 60er Jahre, wobei man auch hier und da mal einen Seitensprung wagen kann in die populäre Tanzmusik. Und Johann Strauss ist natürlich auch dabei. Wir sind ein Tanzorchester im Stil der 30er Jahre. Wir haben eine Big Band, aber auch diesen Streichersatz. Und das macht Franz L. wirklich außergewöhnlich. Sway me smooth, sway me now. Sodass man an einem Ball mit Franz L. wirklich alles tanzen kann, ob das ein Wiener Walzer ist oder eben ein Jive aus den 50ern. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Wenn man genau weiß, die Leute haben heute Spaß gehabt, das sind eigentlich die schönsten Momente, die man als Musiker überhaupt haben kann. So, jetzt geht alles, Freunde. Kesselgulasch. Wenn dann auch noch das Publikum fast keinen Platz zum Tanzen findet und vielleicht sogar noch womöglich unsere Pulte umschmeißt, weil der Platz immer geringer wird, enger wird. Ich weiß nicht mehr, wieso ich brannte lichterloh. Dann haben wir natürlich in 15 Jahren auch eine ganze Menge Reaktionen von unserem Publikum bekommen. Spielt doch endlich mal was Ruhiges, wir können nicht mehr, wir wollen mal wieder zur Luft kommen. Jetzt geht es mit Swing-Musik weiter. Swing geht ins Bein, Obacht geben. Nur noch Klänge wie Cha-Cha, Rumba und Mambo. Jazz, Hits und Schlager und Evergreens der 30er bis frühen 60er Jahre. Wir haben im Bergwerk gespielt, unter Tage, wir haben auf dem Schiff gespielt, wir haben auf einer Insel gespielt. Für Ministerpräsidenten. Wir haben viel Operette gespielt, Musical-Shows, Ballabende, Tanzabende. Gerhard Schröder hat uns auch schon heimgesucht in unserer Künstlergarderobe und hat sich das eine oder andere Liedchen von Franz L. gewünscht. Darum wende ich mich an Sie, weil Sie mir so sympathisch sind. Können Sie mir denn nicht raten, wie ich eine bin? Ah, haben Sie nicht, haben Sie nicht, haben Sie nicht eine Braut für mich? Eine, die mir gefällt. Wir haben drei Tonträger schon aufgenommen, also drei CDs. Hier habe ich mal unseren ersten Franz L. Tonträger mitgebracht. Für die Jüngeren unter Ihnen, das ist eine sogenannte Musikkassette. Mir bist du schön, I can't explain. It means you're very.